Hallo und herzlich willkommen zu einer zu einem weiteren Schau mal Quickie-Projekt. Kleine Spiel. Panne. Was? Kleine Panne. Ja, da war das Kabel draußen. Das Spiel, was wir uns heute anschauen werden, man sieht es eh gleich von wegen, und zwar Elvira 2, The Jaws of Cerberus, und zwar für den Commodore Amiga. Der Typ ist auch wieder am Start. Ist das neu? Es wird gruselig. Ja, also wie gesagt, für den Commodore Amiga. Fangen wir gleich an. Das Spiel kam. Auf der einen Seite heißt es 1991 auf dem Markt, auf der anderen Seite heißt es 1992 kam es auf dem Markt, wurde gemacht für Commodore Amiga, PC-DOS, Atari ST und noch einmal für den Commodore 64. Auch da wieder die Commodore 64-Variante soll von der Firma Flair gemacht worden sein. Ja, Elvira 2 knüpft nicht an der Handlung von Elvira 1 an, ist auch ein moderneres Spiel, also es wurde ein bisschen modernisiert und ist im Grundkonzept noch dasselbige, also sprich, wenn man so sagen will, ein Point-and-Click-Adventure mit Action-Einlagen und Rollenspielelementen oder Horror-Elementen. Und Horror-Elementen oder halt eben ein Adventure-Spiel mit Rollenspielelementen. So kann man es auch stehen lassen. Nur es hat sich trotzdem gegenüber dem Einzelteil extrem viel geändert. Ja. Es ist viel größer geworden, es ist viel schwerer geworden. Ja, größer wüsste ich jetzt gar nicht, ob es jetzt da leveltechnisch oder szenarientechnisch so viel größer ist, weil beim Einzelteil hast du ja auch. Du hast halt eben das um die Burg herum, du hast die Burg drinnen, du hast den Dungeon, du hast das Verlies, du hast draußen das Labyrinth. Also es ist von dem her. Ja, aber spielaufwandstechnisch ist es ja, dreimal so groß, zweimal so groß. Das ist zum Beispiel ist mal was Neues. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Ich hab die Originalverpackung, ich habe die Disketten, das wollte ich noch im ersten Mal erwähnen, habe es jetzt, sind wir drauf gekommen. Elvira 1 hatte ja 5 Disketten, Elvira 2 hat 7 Disketten. Ich spiele das Ganze auch wieder, oder wir spielen das Ganze wieder auf WinUAE. Auch dieses Mal habe ich gecheatet, und zwar erstens einmal, weil ich es nicht halt eben auf eine Festplatte gegeben habe, sondern nein, ich spiele es halt eben mit emulierten Floppies und habe die Floppy Speed habe ich aufs Maximum gegeben, auf 800%. Dadurch sind die Ladezeiten extrem kurz. So viel dazu, aber mir fehlt die Anleitung. Was ich aber habe, was sehr wichtig ist, überhaupt bei dem ROM, was wir benutzen, ich habe das Code-Rädchen. Ohne dem kommst du nicht weiter. Das ist ja klar, aber es ist die englische Variante. Genau, weil sonst kommst du überhaupt nicht weiter. Und ich habe mal online die Anleitung rausgezutelt und habe es mir mal komplett durchgelesen. Und jetzt am Anfang sollst du deinen Charakter nehmen. Und es gibt gibt hier 4 Charaktere. Den Stuntman, Private Eye ist der Privatdetektiv, halt eben der Computerprogrammierer und der Messerwerfer. Und hier drüben hast du dann deine ganzen Werte, halt eben, deine Stats. Und ist eh klar, jeder ist auf was anderes spezialisiert. Der Stuntman ist mehr der Hau drauf Typ, der ist der Stärkste, der Computerprogrammierer ist der Intelligenteste, ja. Und der zum Beispiel die höchste Magieresistenz aufweist. Der Messerwerfer ist irgendwie agiler und der Private Eye ist eigentlich der Ausgeglichenste. Aber ich habe mir gestern extra die Hocken gemacht und habe mir alle Stats habe ich hergenommen und habe mir zusammengerechnet. Okay. Und das Unfaire ist das, der Private Eye hat die meisten Punkte. Das heißt, der ist der beste Charakter, den du eigentlich nehmen kannst. Hat das aber dann eigentlich keine Auswirkungen auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels, weil ich habe jetzt geglaubt, das ist der Schwierigkeitsgrad, den man einstellt, sondern es sind wirklich nur die Grundlagen der Fertigkeiten, werden halt die je nachdem angepasst. Naja, es ist schwierig zu sagen, es kommt halt eben darauf an, auf was du triffst halt eben, weil der Computerprogrammierer zum Beispiel hat theoretisch die besten Werte für Zauberei. Weil er durch seine Intelligenz die meisten Zauberpunkte kriegt. Der Stuntman zum Beispiel, der macht von Haus aus den meisten Schaden beim Hinhauen. Okay. Deswegen ist es schwierig zu sagen, aber es ist, finde ich, die beste Variante ist der Private Eye, weil der hat die meisten Punkte halt eben hat. Okay. So, wenn ich jetzt da reindrücke, müsste jetzt eigentlich gleich die Elvira kommen und sie wieder mal deppert aufregen. Blast, Testing, Testing, 1, 2, 3. Ah, endlich funktioniert dieser Spruch.
Pass auf, ich wurde gefangen genommen von einem dreiköpfigen Hund halt eben. Sie sagt Typ oder sowas und wir sollen sie wir sollen ihr helfen, wir sollen ihr Zauberbuch mitbringen. Und ja. Und man soll schnell lesen können. Aber. Genau, ja. Na, wie gesagt, die Vorgeschichte an sich, weil du kriegst eigentlich einen Brief von ihr, das steht alles in der Anleitung drinnen. Mhm. Und wie ich schon im Einzelteil gesagt habe, was mir ein bisschen auf die Nerven geht bei der Elvira, ist das halt eben, dass sie dich quasi wie den letzten Deppen behandelt oder dich für den letzten Deppen hält, was nicht zusammenpasst, ja. Von wegen, wenn es dann was von dir will. Laufbursche. Ja, auf jeden Fall, wir müssen kurz zurückgehen. Da haben wir das jetzt da auch zum Beispiel hier, wenn ich jetzt auf das Raumding, es ist nichts vorhanden. Mhm. Das ist das Inventar. Ja. Wenn ich hier aber jetzt drauf drücke auf den Rock und auf Clubber, zack, wir haben den Stein und wir haben das vierblättrige Kleber. Mhm. Und das brauchen wir auch. An sich so, wir haben ein Kruzifix dabei, wir haben hier ein Messer aus irgendeinem Grund. Mit dem können wir nichts machen. Das ist unsere Angriffswaffe am Anfang, ein kleines Messer. Und dann haben wir einen Kaugummi. Warum man einen Kaugummi mitnimmt, einen gekauten Kaugummi, weiß ich nicht, aber es ist so. Ja, weiß. Ja, hier haben wir unsere Stats. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber WS ist der Weapon Skill, was ich weiß. Mhm. Das ist Genauigkeit, wie genau du zustichst oder wirfst. Aha. MR ist Magieresistenz, Stärke, Konstitution, PR, das ist die Intelligenz. PR, das sind HP sind die Hitpoints halt eben. Die Hitpoints sind dieses Mal verteilt auf die jeweiligen Körperzonen. PP ist dein Wert, deine Parier. Nein, deine Spellpoints sind das eigentlich. Aha. Für die ganzen Zaubersprüche. WP weiß ich jetzt da gerade nicht und PR weiß ich jetzt da gerade auch nicht. Und halt eben, wir sind Level 1. Lustigerweise bei jedem Schritt kriegen wir Erfahrung. Ah, Wahnsinn. Aber es hilft jetzt nichts, wenn wir vor und zurückgehen. Das heißt, jeder neue Schritt. Das heißt, du sollst wirklich schauen, dass du so viel wie möglich machst. Natürlich auch mit dem Kämpfen. Ja, weil du dich gegen der Kunde ist, ne? Deswegen hast du mehr Erfahrung. Ja, unser Portemonnaie, da ist nichts drinnen. Aber ins Portemonnaie passt wahrscheinlich viel rein, ne? Es passt einiges, glaube ich, rein. Aber die Sache ist halt eben, dass du darfst nicht allzu viel reingeben. Weil zum Beispiel... Das ist ja das Spellbook von der Elvira und das ist ihr Anhänger. Wenn du den Anhänger da drin hast, kannst du keine Sprüche sprechen. Das habe ich gestern mal kurz ausprobiert. Wenn wir jetzt da reingehen, das ist das Buch von der Elvira. Auch so jetzt vom Menü her hat sich ja einiges geändert. Es hat sich aber auch, das Kämpfen hat sich geändert und überhaupt bei dem Spiel ist Zauberei das A und O. Du musst so viel zaubern. Und verkleiden. Verkleiden muss man sich auch, ja, eben, weil es geht ja darum, von wegen, wir befinden uns hier beim Black Widow Productions, bei einem Filmstudio, die Elvira arbeitet da drinnen, da werden Horrorfilme abgedreht und so irgendwas. Und aus irgendeinem Grund genau, ja, dieses Studio steht ja auf einem indianischen Friedhof. Ah, ja. Deswegen der Indianer unten im Keller, ja, beim genau. Boilerraum. Ja, mit dem reden wir dann eben. Ja, und halt eben, sie wurde von einem Cerberus, von einem dreibeinigen Hund, wurde sie, nein, dreiköpfigen Hund natürlich. Dreibein vorne, zweibein, bloß voll am Arsch. Genau, ja. Wird sie gefangen gehalten, warum auch immer, auf jeden Fall, halt eben ist jetzt das Studio verflucht und du sollst reingehen und sollst sie retten. Was jetzt da zum Beispiel auch ist jetzt, wenn es ums Kämpfen geht, ist jetzt nicht mehr so, erstens mit dem, was wir im ersten Teil gehabt haben, mit Stechen und mit Hacken. Nein, dieses Mal kommt es darauf an, wo du hingehst mit deinem Cursor, dort attackierst du. Wenn ich auf den Kopf hinhaue, dann attackiert er auf den Kopf, Bauch, ja, Hand. Oh Gott. Und je nachdem, gegen welchen Gegner du kämpfst, gibt es Gegner, die irgendwo anfälliger sind, oft auf Hiebe oder was, oder auch nicht. Manche Gegner kann man auch nur mit Schusswaffen oder mit Zauber halt eben, kann man denen Herr werden. Hier haben wir zum Beispiel zwei Leisten. Diese Leiste, glaube ich, ist deine Schlagleiste, wo du siehst, wenn du hinhaust und du triffst, ob der Schaden stark oder schwach ist. Wie viel Schaden du machst, erfährt keine Sau. Genau das gleiche hier der Defensivschaden oder beziehungsweise wie viel der Gegner macht, glaube ich, ist das. Daher oben, dieses Fenster ist für die Zaubersprüche da. Wenn du irgendeinen Zauber anwendest, der ein Schild ist, der dir Mut zuspricht oder sonst irgendwas, dann hast du das da drinnen. Das da zum Beispiel, hast du gewusst, was das ist? Das ist ein Radar. Das ist richtig. Aber was macht das Radar? Zeigt
Geister oder magische Gegenstände es, an. Nein, es zeigt Kreatur in deiner Umgebung an. Das habe ich nie gewusst. Wenn du dich nämlich bewegst, rauscht der. Weil er in der Bewegung nicht funktioniert. Wenn du still stehst und du bist jetzt irgendwo in einem Dungeon oder ist wurscht wo, dann siehst du auf einmal, wo sich da die bösen Dinger bewegen mit roten Punkten. Habe ich voll nicht gewusst. Okay. Gut, machen wir mal was. Ja, machen wir was. Werfen wir den ersten Stein. Genau. Damit wir reinkommen, werfen wir mal den Stein. Spiel ist natürlich auch da wieder auf Englisch. Sorry dafür. Jetzt können wir eine. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat es eine Fan-Translation gegeben von dem Spiel auf Deutsch. Das ist generell, also den ersten Teil hat es ja von der Schrift her in Deutsch gegeben, also vom Text her, aber nicht von den Synchronisationen. Aber nee, von den Sprechen her, ja. Aber den hat es, glaube ich, nur auf Englisch gegeben, oder? Also, ich glaube, den ersten hat es auch nur auf Englisch gegeben. Mit den Schriften auch? Nein, ich glaube überhaupt, dass beim Zweierteil genauso ist wie beim Einser, so wie ich das habe. Die Anleitung war auf Deutsch, das Spiel selber war auf Englisch. Okay. Und ich glaube, es hat dann erst eine Fan-Übersetzung gegeben. Okay. Ich glaube es. So, hier sind wir jetzt da drinnen. Da machen wir halt eben das Übliche. Am Anfang spiele ich kurz und dann spielst du ein bisschen. Okay. Das ziehen wir einfach an. Es bringt nichts. Von den Hitpoints aus. Oder was, genau, ja, es, ich glaube, du musst das anziehen. Aber für Erfahrung hat es was gebracht. Zum Beispiel, ja, alles, was du machst, was irgendwas bringt, bringt Erfahrung. Wenn man jetzt da, also müssen wir mal vorgehen. Schauen wir uns mal den Kalender an, da bringt man auch Erfahrung. Ja, ja, nein, das Lustige ist das... sehr freizügig. Du brauchst alles, glaube ich, für Zaubersprüche. Ja, Papier für die Feuerbälle oder irgend sowas. Naja, das ist das Nächste. Das können wir ja gleich mal reinschauen. Du hast dir wirklich alle Zaubersprüche stehen dir gleich zur Verfügung. Und, also es sind nicht wenige. Healing Hands. Eistar zum Beispiel ist leiwand, weil eben, wir sind Level 1, das heißt, wir können ihn machen. Er kostet 4, wenn wir ihn schießen und wir brauchen keine Zutaten. Und dass wir den machen, das glaube ich, haben wir auch nicht gewusst. Jetzt erstens einmal, du kannst hier wieder entweder auf Exit gehen, dann kommst du komplett raus. Hier kommst du wieder zurück auf die Listen. Oder, blub, wir brauchen keine Ingredients, da wären die Ingredients. Ich möchte ihn haben. Zack. Hammer. Und wir können kann man den jetzt verwenden? Naja, so viele, wie wir Punkte haben. So, ich weiß nur jetzt noch nicht, wann du wieder Punkte kriegst. Ob du das mit Levelaufstieg kriegst oder das war es jetzt den, nicht. Den braucht man ja dann, glaube ich, gleich oben für die Hexe. Den kannst du für alle verwenden. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich wollte selber wissen ein bisschen. Und nicht schrecken. Das ist cool. Lustigerweise schaut er genauso aus wie der Protagonist. Ja. Im ersten Teil auf jeden Fall. So, das ist halt eben der Wachmann. Der Wachmann vielleicht hat den Schlüssel. Das ist auch der Ex-Freund von mir. Ja, genau. Sonst kann man da nichts machen halt eben. Es ist auch nichts mehr in dem Raum da drinnen. So, und jetzt kommen wir zur Kodak-Frage. Wie gesagt, im Einser-Teil war es halt eben war es noch das Zauberbuch. Von wegen, das war der einzige Kopierschutz. Hier ab dem zweiten Teil haben sie es gemacht mit dem Code-Rädchen. Warte mal kurz. So, Bibel. Mumie. Nein, scheiße. Nein, es war mal klar, das ist alt und rostig. Oh Gott. Bibel, Mumie. Actor und Fear. Bibel, Mumie, Actor und Fear. 4, 2, 7, 1, 6. 2, 7, 1, 6. Bing! Passt. Und ich habe es ausprobiert. Also das ist keine gecrackte Variante. Das ohne dem Code-Rädchen funktioniert. Ja, ein Code-Rädchen wisst ihr wahrscheinlich, wie es ausschaut. So. Sehr instabil, das Ganze. Ja, ja, naja, heutzutage auf jeden Fall. Weil ich habe schon gesehen gehabt, dass das halt eben Ding ist, dass das Rädchen unten ist schon rostig und dass das flimsy ist und was weiß ich was alles. So, jetzt kommen wir endlich mal rein. Und da wieder grafikmäßig super, soundmäßig super. Auch also, beim zweiten Teil Amiga-Variante ist die beste Variante. Also das habe ich mir auch schon angeschaut, vor wegen PC.
ist auch wieder PC, schaut ident aus, gevor. Das Auto schauen wir uns also erst an. Also ich würde einfach die Kiste nehmen und wieder abhauen, ne? Ja. So. Okay, passt. Das war's. PC schaut genauso aus wie die Amiga-Variante. Dort halt eben musst du das Ganze installieren, deswegen hast du von Haus aus die besseren Ladezeiten. Nur auch da wieder musiktechnisch leider nicht genau auf dem gleichen Level wie die Amiga-Variante. Ich nehme an, dass das ebenfalls nur mit Adlib gewesen ist und nicht Soundblaster. Die Atari ST-Variante, wie gesagt, auch da könnte sein, dass die vom Flair gemacht worden ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch kein Ding gefunden. Ich wollte nämlich das Cover von der Box. Ich habe im Internet keine Box gefunden von der Atari ST-Variante. Warum auch immer. Aber es hat es gegeben. Es gibt es auf YouTube auch zum Schauen. Die Variante. Ist aber wirklich grafisch um eine Stufe zurückgedrückt. Alien-Zombies. Poster for one of the movies halt eben, bla bla bla. Achso, da verweilt man gerne. Ja, und vielleicht wird es im Einzelteil schon erwähnt worden sein, von wegen es bei den Simpsons hat es ja die Buberella gegeben. Das war eine Anspielung eigentlich, glaube ich, auf die Vampirella und nicht auf die Elvira. Mhm. Aber das ist halt die Variante. C64er Variante hat mich echt wieder gewundert. Damals, dass die wirklich den Zweierteil auch noch auf dem C64 geholt haben. Also das aber muss auch ja ladetechnischer Katastrophe auch da gewesen sein. Ne? Grafik wunderschönst für den C64er und halt eben soundtechnisch auch wunderbarst. Nur die Ladezeiten Katastrophe. Also ich. Aber keine Soundeffekte. Man sammelt Erfahrung. Ah. Hast du jetzt wirklich Erfahrung gesammelt bei dem Ganzen? Ich glaube schon. Ja, geh vor, da sind halt noch zwei Kabinen. Ja, das durchs Gehen. Ja. Aber mach die Deckel zu. Also ich hab's gestern nur mal kurz angespielt, dass man den Deckel zum Beispiel zumachen kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich habe nachgeschaut, ich habe nichts gefunden auf der Toilette. Da ist nirgendwo was drinnen. Was man auf jeden Fall auch noch sagen kann, naja, das ist nichts da ist. Oder wenn du nichts gefunden hast. Aber ich glaube nicht, weil dass da hinter dem Toilettensitz da irgendwas, also vom Deckel irgendwas sein soll. Aber es ist auch am Gang schon. Ja. Was aber es bringt nichts. Was auf jeden Fall ja eben auch da ist beim Kämpfen, ist das, du musst den Kampf einleiten. Das ist halt eben, das finde ich auch ein bisschen unfair. Bei dem Spiel. Weil wenn ein Bösewicht kommt, musst du extra vorher auf das Schwertsymbol klicken, dass dein Cursor zum Schwertsymbol wird. Das ist zum Beispiel auch was. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Wenn man da draufklickt, das normal, Defense. Normal, Defense, Fierce und Berserk. Da musst du deinen Kampfstil einstellen. Okay. Normal ist halt eben, ja, du blockst und haust halt eben her halt eben. Defensiv ist du kriegst weniger Schaden, weil du sehr defensiv kämpfst, aber du teilst sehr wenig Schaden aus. Fierce ist genau das Umgekehrte und Berserk ist, du hast keine Verteidigung, machst aber nur den Mörderschaden. Okay. Also Fierce. Ja. Und jetzt da könnte ich halt eben dann. Achso, jetzt müsste ein Gegner vor mir stehen. Das ist das nächste, weil eben das Ding haben wir ja schon. Ja, ist wurscht, gehen wir mal runter. Wir können ruhig zum. Springt einem förmlich ins Gesicht. Ja. Gehen wir zum. Zum Schamanen. Zum Schamanen. Ja. The Basement. Schaut die Schoschonen. Wo die Schoschonen schon wohnen. Hey, Hallöchen, hey, Hallöchen, hey, Hallöchen, hey, Hallöchen. Hey, Hallöchen. Hey, Hallöchen. Hey, Hallöchen. Das ist politisch inkorrekt, aber sowas von. Ja, so, pfui. Aber das ist auch lustig, weil eben, ich hab's ja gestern wirklich kurz einmal angespielt, weil ich schauen wollte, ob eh alles passt hat eben. Und jetzt alleine das Gespräch mit ihm. Also auch cool zeichnet. So, ja. Elvira's Picture. Hä? Okay. Ja, da ist halt eben die. Das ist offenbar der Hausmeister, oder? Ja, er ist der Hausmeister. Er ist der Hausmeister, ja.
So, das würde man brauchen der, für die ganzen... Schaut das ein bisschen aus wie von... Also, das? Mit der gepressten Krümelkacke, was war das? War das die Feuerwalze, oder? Das war die Feuerwalze. Mit dem Chuck Norris und mit... Alter, wie heißt er gar? Ach Gott, der hat so einen markanten Namen. Wer? Der Schwarze. Darf man heute auch wahrscheinlich nicht mehr sagen, also, der Schwarze. Stehende Adler. Genau, ja. Boah. Nicht Lawrence. Louis Gossett Jr.? Ich glaube, Louis Gossett Jr. Ja, das Jr. kommt hin. Ja. Also jetzt ganz kurz das Gespräch mit ihm. How, sagte er. Jetzt kannst du sagen, hey, how what? Wo ist das Badezimmer und hey, wo ist die Coke-Maschine? Also wo ist die Cola-Maschine? Nein, natürlich sagst hi. Ich habe sie gewarnt halt eben vor dem Gebäude hier und jetzt ist großes Unheil über uns hereingekommen. Welches große Unheil? Was kann ich tun? Wo ist Elvira? Also was ist großes Unheil? Ein sehr großes Unheil, ein Geist hat eben hat die Elvira halt eben gefangen genommen. Take my magic, try to enslave all. Und wir sollen seine Magie nehmen. Du brauchst einen guten Shrink, also einen Psychiater, was für eine Magie und was für ein böses Ding. Evil Spirit came in form of dog, also ein großer böser Hund halt eben. Hat sehr starke Magie und Kontrolle und er hat die Kraft über viel Böses. Jetzt können wir noch einmal mit ihm reden. What can I do? Must find. Ist das eigentlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist es aber sinnvoll fürs Spiel? Bringt es dich weiter das, oder musst du das machen? Weil sonst du musst ja. Die Sachen für ihn finden halt eben. Also Magic, das müsste jetzt ein Speer, Tomahawk und Magic Bag. Ich glaube, das ist sogar das Magic Bag. Was werden die machen? Bring them to me, bring pipe of peace, also Friedenspfeife. How will they help? I smoke pipe, create powerful magic. Ja, super, puff the magic dragon. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, also wie gesagt, er hilft da eigentlich. Ne? Jetzt, das können wir mal nehmen. Ist auch nicht böse. Also Medizinbeutel. Dann hier können wir aufmachen. Da passiert nichts. Ich glaube, später passierte irgendwas, wenn er da dann seine Magie gemacht hat. Aber hier, wenn wir uns umdrehen, haben wir einen Schlüssel, den wir vielleicht auch irgendwie einstecken können. Aber ist da nicht irgendwer da drinnen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich würde mal speichern. Hm? Du kannst nicht hin. Du kannst nicht vorgehen. Okay. Da passiert nichts. Sehr kalt da drinnen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, Eisdarts können wir eigentlich noch einmal herstellen. Wir brauchen ja nichts dafür. Ist einfach nur für nachher. Aber zum Beispiel Blaze, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall, später brauchen wir einen Feuerball. Ja. Da brauchst du Combustible Substance. Papier braucht man da, ja. Ich weiß nicht, ob es Papier oder brauchst nicht Alkohol dafür. Nein, ich glaube, es ist Papier. Weil nein, Alkohol, Blödsinn, Alkohol ist für ein Ding. Alkohol ist für... Lack. Für Lack brauchst du das vierblättrige Kleeblatt. Ach so, ja. Also wenn ich jetzt auf das gehe, dann brauchst du irgendwas associated mit was mit Ding zu tun hat. Das können wir jetzt machen. Zum Beispiel zack, und dann ist Lack. Achso, okay. Ja, wenn du was Falsches reingibst, dann funktioniert es nicht. Genau, richtig. Okay. Nein, aber was wir dann brauchen, auf jeden Fall... Ich schaue, ob ich das jetzt auf die Gachen... Courage. Mut. Ah, okay. Mut braucht man. Und da braucht man was Alkoholisches. Ah, weil das ist nichts Alkoholisches, oder? Na, das ist Reiniger. Kann auch Alkoholisch oder, sein. Oder Bleiche. Very strong bleach. Nein, es ist kein Alkohol. Gut. Na, aber das brauchst du nämlich zum Beispiel, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, was das sein soll, irgendeine Vampirin oder irgendwie sowas. Und wenn du, und es rennt alles genau gleich ab, du kommst rein, das heißt auf einmal, das ist so ein Himmelbett, heißt auf einmal, du bist drinnen, du wirst auf einmal müde. Und, warte mal. Da passiert aber, glaube ich, nichts, ne? Oder? Nein, es geht darum, von wegen, wenn du jetzt da reingehst, ich weiß und schon, was du hast ich nichts, weiß, was du auswählst.
gehst schlafen, dann auf einmal träumst du von einer schönen Frau, schlafst wieder ein, wachst wieder auf, liegst im Bett, dann kommt die halt eben und dann verwandelt sie sich in irgendeinen komischen Vampir, Grind, keine Ahnung. Wenn du nichts machst, bist du tot. Wenn du aber den Zauberspruch Courage, also Mut hast, passiert nichts. Ach so. Und das ist halt eben das Orge. So, jetzt sind wir hier, da sind wir jetzt bei den Umkleidekabinen und dem Ganzen. Da haben wir mal die Kantine. Das Schlimme ist das, also ich habe es gestern gespielt und schau mich noch so um und denke mir, okay, gut, was soll ich denn da großartig nehmen? Und dann, okay, ja, da ist halt eben Törtchen, okay. Da sind Dinge halt eben Sodas und so, okay, ja, leiwand. Ja, Computerraum zum Beispiel. Aber du musst fast alles mitnehmen. Du musst fast alles also mitnehmen. Wie ein Packmittel geladen, das ist halt, ja. Wenn du das Spiel durchspielen willst, halt eben, ne? Weil du müsstest, nicht jetzt die Ding, aber den Spoon zum Beispiel musst mitnehmen, den Kaffee-Ding, alles, was mit Papier zu tun hat. Weil das einfach Ding, it's a large desk, diary, da ist wieder was. Das müsstest alles mitzahlen, eben für diese ganzen Zaubersprüche. So, da ist jetzt der Custom Room, da ist die da alte ist die drinnen. Hexe drin, ja. Die kannst aber relativ... Make-up. Beim Make-up, warte mal, was war gerade beim Make-up? Das sind die Perücken. Ah ja, genau, das sind die Perücken. Da kann man sie im Spiegel anschauen. Ja, weil man später im Spiel kriegst du... Nein, da kriegst du eine Fotoserie, wo du dann auf dem jeweiligen Set als diese Person auftauchen musst, damit die Leute mit dir anders interagieren oder die Kreaturen halt eben. Da ist ein Spiegel zum Beispiel. Genau, da sperre ich mich so schlimm ist auch. Also so schauen wir ja jetzt aus, weil wir ja die Dinger anhaben. Und da wäre halt eben, wenn wir jetzt da reinschauen würden, da hätten wir... Jetzt closed, okay. Ja, muss open. Achso, ja, das kann auch sein. Da gibt es über ein Überbiss diverse Bärte halt Bärte, eben, Monokel. Und Ohrklippen. Halt eben, wie gesagt, da haben wir Perücke und solche Sachen. Muss ja zugeben, den Polizeihelm, den englischen, der hat man immer gedacht. Wir haben uns als Kind nie ausgekannt, wie man das Spiel gehabt hat. Wir haben irgendwas gemacht, was lustig aussieht, ne? Haben aber echt kein. Wir haben irgendwann einmal, haben wir dann in irgendeinem Powerplay oder was, haben wir eine Komplettlösung gehabt. Ja, aber das war Elvira 2 war immer so eine Geschichte, finde ich. Also, 1 habe ich deutlich lieber gespielt. Ah, fuck! Ja, nein, ich wollte nur testen, wie es geht. So, weil theoretisch halt eben, wenn wir jetzt da reingehen, sollte ich ganz schnell fertig sein. Weil man kann eben herhauen oder halt eben mit Zauber. Und mit Zauber geht es relativ schnell. Bin gleich hin. Ich habe links 0. Warum ist denn der Zaubersprüch? Ich weiß auch nicht. Ich habe mir das angeschaut im Internet, der hat 2-mal geschossen und weg war's. Ich meine, ich gebe schon zu, von wegen, vielleicht weil mein Bein ist im Arsch, mein rechter Arm ist im Arsch. Ist aber gut, so können wir gleich eine Todessequenz zeigen. Ist ja auch nicht schlecht. Wieso stirbt die Alte nicht? Weil du musst auf den Kopf hinhauen. Ich meine, ich bin jetzt auch schneller. Nein, jetzt muss ich aber hin sein, weil ist das Chest auch auf 0. Weil natürlich die. Mehr, da ist jetzt nichts passiert. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, dass ich gespeichert habe, auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich noch irgendwas anders machen müssen, weil es gibt ja auch noch den Schild. Es gibt mehrere Schild-Zaubersprüche. Das ist auch lustig, weil es gibt ja den Zauberspruch Feuerball.
Und es gibt eine Sequenz, zu der werden wir heute auf jeden Fall kommen, wo dich eine Kreatur anfällt, mehr oder weniger, die echt schlimm ausschaut. Wo ist das? Ist das in der Make-up-Box drinnen? Kann man da reinschauen, die Make-up-Box? Genau, die zwei Sachen brauchst. Das Curl Iron, also das, wo man Dauerwelle damit macht. Und halt eben, du hättest wieder eine Lackschicht. Mhm. Ja, und das kannst du theoretisch wieder raushauen. Und wenn du auf dieses Viech triffst, faintest, also du fällst in Ohnmacht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das irgendwie verhindern kann. Wurscht, ob man jetzt irgendeinen Zauberspruch nimmt oder nicht. Ja, du kannst dir ja das so kannst mitnehmen, Strümpfe und. Das bringt alles nichts. Nein, du brauchst die Sprühdose, brauchst dann irgendwie da die Bilder. Da oben ist ein Tanga. Und der ist noch. Nimm's mit. Haus rein. Und geh auf das Ding und jetzt auf Examen. Die sind noch warm. Oh. Die Elvira mirchtelt mir schön entgegen, Alter. auf jeden Fall, du faintest und fällst in Ohnmacht und wachst dann in einem Vorratskammer, wachst du auf und da sind lauter das Slipkalt, das ist der Ekler. Du Sammler, du, den Slip hast du. Das ist krank. Am Boden brauchst du es, glaube ich, nur legen. Also ist so, husch, rauf. Und wachst dann halt eben in dieser Vorratskammer, wachst dann auf und du kommst dort nicht raus. Und das einzige Indiz, was du kriegst halt eben, es ist, ein paar Sachen sind drinnen und du hast auf der Seite hast du einen Thermometer mit einem Knopf oder irgendwas. Und da steht noch extra, ja, der Thermometer ist eben mit einem Knopf oder mit einer, da ist noch ein Ding. Alkohol. Das kann ich nicht nehmen. Den kannst du nicht nehmen. Ha? Du bist daneben, glaube ich. Ja, steht ja der Large Drink. Ja, oh, ja. Geht der. Oh. Und eben in dem Raum, entweder wenn du den Zauberspruch Feuerball kreieren kannst, dann schießt du den Feuerspruch und dadurch wird das Thermometer, also die Temperatur erhöht. Oder du nimmst das Curling Iron und haltest das hin. Das habe ich nämlich gesehen gehabt in einem Video. Okay. Und dadurch wird eine Glocke geläutet und dann kommt irgend so eben wahrscheinlich der eine, bei dem du vor seinem Anblick in Ohnmacht gefallen bist und hackt doch auf dich ein und den musst du halt eben dann auch Meier machen und dann kommst du raus. Aber was bei dem Spiel halt eben auch ein bisschen das, was willst du machen? Nix, gar nichts. Naja, du kriegst dann nur Gegenstände, ja, mehr ist da nicht. Wie gesagt, bei ihr ist halt eben, wenn man da. Warte mal, bevor wir was machen, speichern. Ja, Elvira wieder, ist wurscht. Du kannst ja noch schauen, von wegen machen einen Zauberspruch. Ja, ja. Feuerball, Lightning Bolt, weiß ich aber nicht, ob wir den zusammenbringen. Wir sind erst Level 2. Das ist halt eben das Problem. Wo sind denn die jetzt da hin? Achso, da muss man da jetzt. Ne? Wenn du dort schießt, aber du hast vier Punkte brauchst. Das heißt, du kannst fünfmal schießen mit dem Spruch. Wenn du genug davon hast, kannst du ihn noch einmal. Geh nochmal auf Eisstart, mach noch einen. Das braucht, glaube ich, auch nichts. Genau. Schau, Level 1. Nein, es gibt ein paar Zaubersprüche. Da sollte man sich jeder mit auseinandersetzen. Wenn du das jetzt dann nämlich aktivierst, dann hast du es, glaube ich, nämlich da auf der linken Seite als aktiven Schutz. Mhm. Nur wie viel steht auch extra dabei, von wegen du hast einen Schutz, aber er heilt nicht so viel Stand. Mhm. Also, na, mach es erst da denn, bevor es reingeht. Wie lange hält der dann? Ja, wird schon halten, aber genau, jetzt geh rein. Irgendwie. Das war's. Du hast keine Punkte mehr. Psst.
Wo sieht man bitte, was man der... Du hast das, du hast das. Ja, aber du bist hin, gell? Dein linkes Bein ist im Arsch. Die Brust ist im Arsch, rechtes Bein ist fast im Arsch. Also gut, das haben wir jetzt hergezeigt. Was umdrehen? Du hast einen Lichtschalter da drinnen, ja, nämlich. Ja, und wie? Ah, jetzt. Das ist nämlich lustig, wenn sie drinnen ist, kannst du den Lichtschalter nicht einschalten. Das erste Mal habe ich probiert den Lichtschalter, okay, das geht nicht. Das ist interessant, das linke Kostüm, das nimm mit. Da kriegst du den Degen. Bumblebee. Durch das Kostüm kriegst du den Degen, ah, das ist so eine sehr starke Waffe und dann kannst du wieder das Kostüm zurückgeben. Ich weiß eh nicht mehr, irgendein Kostüm bräuchte man da, glaube ich. Wahrscheinlich den Zauberer, oder? Ich weiß es jetzt nicht, für irgendwas. Oder die Bumblebee. Ja, kannst du dir anziehen. Und kannst dich ja dann im Spiegel bewundern. Achso, ja, da gibt es ja dann eh die Mütze mit den Fühlern. Ne? Genau. Aber wenn wir jetzt so weiterspielen würden halt eben, ne? Weiß jetzt nicht. Ja, du, nein. Dann laden nochmal. Wieso laden jetzt? Ne? Ich habe ja gerade gesagt, wenn du so weiterspielen willst und du hast gesagt, nein, nein. Jetzt habe ich glaubt, weil du bist fast am Ende. Deswegen. Naja, willst du es jetzt nochmal probieren, oder? Nein, das wäre einfach nur von wegen, jetzt haben wir es herzeigt. Achso, jetzt haben wir es herzeigt, okay. Wir können auch... Ja, gut, okay, ja, passt. So. Du kannst doch schauen, dass du einen Feuerball herstellst, vielleicht schaffen wir es dann früher. Gut. Level 4, scheiße, okay. Ja, gib wieder auf das. Das heißt, Lightning Bolt wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Nee. 7. Zurück. Ja, oder wir machen dabei was anderes. Wir können auch dabei was anderes machen, kommen später wieder. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was wir großartig machen können. Wir können die Sets herzeigen. Da ist nämlich auch wieder das, bei jedem Set musst du dann noch einmal das Code-Rädchen musst du zur Hand nehmen. Ah, ja. Genau, eins ist. Ja, weil Basement ist unten. Genau, ist der Keller. Ja. Aber gegen wen haben wir jetzt großartig gekämpft, dass man nur Hit, oder? Oder sind die Hitpoints eh mehr geworden? Was? Nein, ich weiß, ich bilde mir ein, wir haben vorher 18 Hitpoints gehabt und nicht 17. Aber wir haben ja gegen niemanden gekämpft, weil die Hexe ist die einzige und einmal, ich bin abgerallt, du hast es im letzten Drücker noch geschafft. Ja. Also. Und wie gesagt, an sich so überhaupt, weil ich es noch nie so oft gespielt, weil ich es noch nicht so oft gespielt habe, mir gefällt's. Es ist frischer, fühlt sich's an, als Elvira 1. Natürlich, ja, na klar, es hat eine modernere Optik. Okay, musst du einmal draufdrücken, damit man. So. Strong. Das da. Ghost. Producer. Und Protection. Super, der Producer ist wieder auf die frischen Seiten. Und was? Und Protection. 5277. Und wie gesagt, es ist halt eben überhaupt für uns, die wir quasi hauptsächlich den Einsatzteil Brute Sound and I mean Brute to get through this. Ja, okay, also kleiner Hinweis von wegen, dass wir halt eben gut stark sein müssen, wenn wir dort weiterkommen wollen. Ja, also wie gesagt, es fühlt sich einfach frischer an, weil wir hauptsächlich den Einzelteil gespielt haben. Oh, das ist die Mine. Da werden wir oft abkrageln. Also einmal vor, dann kurz speichern. Nimm aber einen anderen Speicherstand dieses Mal. Ja, also mit Elvira 2 haben wir, denke ich, auch am wenigsten. Ja, Mut definitiv. Gehabt. Also Elvira 1 und Waxworks, die zwei. Misk. Das da unten, Safe State und nimm irgendwas anderes, nimm Gloom, ist es wurscht. So. Ja, da wirst du jetzt da öfters kämpfen. Da ist auch so interessant, weil bei diesem Szenario oder bei diesem Set
Ja, rechts ist ein Aufzug, den kannst du aber nicht betätigen, weil du weil der Schlüssel fehlt und der goldene ist es nicht, das weiß ich. Er kannst jetzt nur aktivieren von wegen, du kannst den Strom einschalten, du kannst ihm rufen. Aber, und er kommt auch halt eben, aber du kannst es nicht aufmachen, weil du brauchst den Schlüssel dazu. Shit, was habe ich jetzt gesagt? Genau. Es gibt hier in diesem Level, das ist ein sehr bekanntes Wesen, nämlich eine Kreatur, die ist unzerstörbar. Also von wegen, sie haben da eine unzerstörbare Kreatur reingehaut, die Riesenwitwe. Es gibt eine schwarze Witwe, eine Riesenspinne. Aha. Wenn du die siehst, gibt es nur eine Möglichkeit, laufen. Run, einfach nur run. Weglaufen. Es gibt keine Möglichkeit, das Viech zu schaffen. Das finde ich cool, wenn sowas eingebaut ist. Ich weiß auch nicht, das heißt sehr selten. Ja, auf die Fresse. Ich habe immer nur auf den Kopf hingehaut, wenn ich das Viech gesehen habe. Au. Nochmal, das reißt gleich. Jetzt. Yes. Aber ja, eigentlich das fast hin. Den Degen? Nein, wieso? Den Degen kriegst du erst, wenn du dich heute zusammenführst. Ach so, blöd. Nein! Ja. Also dem, wie gesagt, wir haben ja nur dieses Möchtegern-Messer. Aber da kommt jetzt der... Oh, du bist tot. Ja, schaut so aus. Da siehst du, da hätte man ein anderes Ding nehmen sollen. Da ist das Radar interessant bei solchen Sachen. Mhm. Ja, also von der schwarzen Witwe habe ich erzählt. Ja, das ist. Na, für die Beißer schaut das aber eh harmlos aus, ne? Ja. Naja, vielleicht hat es dich ausgesaugt wie bei Starship Troopers. Was ist eigentlich, also beim ersten Teil haben wir es ja eh erzählt, also wir müssen ja im ersten Teil hat man 5 Schlüssel finden müssen, damit man die Kiste öffnet, um dann den Dolch und irgendeinen Zauberspruch daraus zu nehmen, um die böse Urgroßmutter, da wer es da ist, die Oberhexe war in dem Schloss, dahin zu raffen. Aber was ist da jetzt eigentlich das Ziel vom Spiel? Naja, wie gesagt, jetzt am Anfang, du musst auf jeden Fall für den Schamanen musst die Sachen zusammenkriegen, dass er das Ritual machen kann. Das dauert eh. Und eben zum Schluss musst du auf jeden Fall gegen einen Cerberus kämpfen. Okay. So, Engelsflügel. Den kann man sicher Piranha, mit einem Lockenstab. Animator. Courage. 911. Hilfe! Big der Blut? Das ist jetzt, glaube ich, der Friedhof. Ach, da gibt es auch einen Friedhof? Ja. Da bin ich. Blöd. Da bin ich gestern sehr schnell abgeragelt, weil gleich am Anfang was ist. Da wirst du höchstwahrscheinlich auch gleich abkrageln. Im Friedhof kenne ich nur bei Waxworks. Nein, im Dreier, also 1er Studio war jetzt die Mine. Ja. 2er ist das Haus und. Oder 3. Nein, eben, das ist das Haus. Ah, dann ist das Dreier dann der Friedhof. Okay. Das ist das, wo am meisten los ist. Ja, dann schauen wir uns erst den Friedhof an. Jetzt haben wir extra da die. Ja, macht ja nichts, ne? Jetzt sind sie eh offen dann. Achso, jetzt brauchen wir wieder ja, die 2. Ja, woher soll ich das wissen? Ja. Ich hab ja das Spiel nur. Und es sagt auch nichts erst. Ja, für was nehmen wir es in die Kommentare erst? Nein, die jetzt nehmen wir. Tradi-Babel. Pick number 3, mein Lord. Na, jetzt wird der Spannungsbogen aufgebaut. Du, diese hohle Gasse wieder kommen, ich muss passieren. Drück! Also drückst du, ja. So, das Schild. Skeleton. Producer. Und Bless. 4507. Genau. Jetzt bin ich gespannt.
Da speicheln wir auch kurz. Genau. Ah, ja, doch. Misk. Speicheln. Und nimm Glum 2, ist ja wurscht. Mhm. Geschlechtig, Herst. Egal, welche du nimmst, es ist immer die falsche. Aber eben, wie wir es gespielt haben, wir haben nie einen Zweitlauf gehabt. Das heißt, die ganze Zeit Disc-Jockey bis zum Abwinken. Und uns was. Du hast das eh beim ersten. Mehr oder weniger nicht. Also uns was wurscht. Ja, das hat dazugehört. Ne? Ja. Heutzutage ist das total lebend. Ne? Und du hast das eh beim Elvira 1, beim Mistress of the Dark, hast du ja gesagt, ne? Beim C64 muss das noch schlimmer sein. Weißt mit A und B. Und das hat, ich weiß jetzt gar nicht, beim 1er Teil waren es 3 Disketten, beim C64er, wie viel es beim zweiten Teil waren, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das, ich weiß nicht, ob das ein Störgeräusch ist oder ob das so gehört. Das können wir Alter. Nicht. Alter! Was ist denn? Ich war schon längst tot bei der Stelle. Oder weil du so langsam gehst. Ich weiß es nicht. Aber ich war dahin. Also das kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Und da kannst du aber nur vorwärts gehen, ne? Ich überlege gerade, hast du irgendwas bei dir? Ne? Ja, aber bei mir war das, ich habe es gestern gespielt, kommt, dass du reintrittst, kommt von rechts oder links dauernd eine Fledermaus und hackt dich zusammen. Deswegen, du hast kein Knoblauch gefressen, nicht, das Kreuz habe ich nicht eingesteckt, oder du hast es eingesteckt, habe ich es eingesteckt gehabt? Oder ist es draußen? Okay, ich weiß nicht, vielleicht habe ich zufällig bei meinem Probespiel das Kreuz eingesteckt gehabt, und dass er deswegen die ganze Zeit gekommen ist, ne? Ja, da liegt wer. Also das kann mich null erinnern. Das ist arg. Ja, mein Gott. Warte, ganz kurz, entschuldige. Das speichern wir auch noch ab. Einfach nur, dass wir es herzeigen können. Ich sag gleich, ich werde da nichts verpixeln oder was. Das ist einfach im Spiel. Und wer das geil findet, den finde ich krank. Gell, sag ich auch gleich. Nein, ich will dann eh was zeigen. Das... Der leblose Körper eines Priesters ist desolat, also eine große Wunde am Kopf. Ja, da bräuchtest irgendwas, dass du das Weihwasser reingibst. Ich hatte ja mitgenommen gehabt von einem Büro eine Sprühflasche und das hat er nicht gelten lassen. Du kannst den Priester nicht mitnehmen. Ich hab's auch geglaubt, dass du den Hirtenstab oder irgendwas nehmen kannst. Okay. Aber wäre doch eine coole Sache gewesen, weißt du, mit so einem Sprüher oder was? Ist er nicht offen? Nein, nicht so. Hört nichts. Ah, okay. Nein, warte mal. Nein, mit dem Schlüssel geht das jetzt nicht. Nein, dann habe ich das verwechselt bei Waxworks. Entschuldigung. Ich habe alle drei gestern ausprobiert. Elvira 1, Elvira 2 und Waxworks, ob da alles passt. Nee, die Ding. Das genau. Dieser Prebook Inside. Klicke mal unten drauf. Okay, jetzt probier's zum Nehmen. Nimm's weg. Genau. Zack. Hau das rüber. Ist eine Öffnung. Ah. Ich sag gleich, mach dich kampfbereit. Und ich sag auch da, ich werde nichts verpixeln oder was, weil sowas verpixel ich normalerweise nur da sicher nicht. Weil eben, wie gesagt, wer das geil findet, den finde ich krank. Also ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ja, down. Achso, down. Ja, ist wurscht. Und kampfbereit machen. Okay. Links. Wo hast denn du hier? Da. Super! Ich bin reingegangen, ich habe 3 Schläge auf die rechte Zahn gebracht und dann war ich gleich hin. Also die ja, haben mich. Bei dir ist auch eine Fledermaus gekommen. Ja, und die Geschichte, ja, weißt du, was du für Spiele spielst. Also. Aber. Ah. Ich meine, ich sage einmal so, ich überlege es mir passiert vielleicht. Was passiert da, die schreien die zu Tode oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aha. Irgendwie, ich
bei mir war dann das, der Kopf war also, auf null. Also, der mich urschnell fertig macht. Ich nichts verpixeln. Also. Wow. Na, wegen die Brustwarzen. Ja, bitte. Also ernsthaft. Ah, kannst du mal weiter runter? Also da ist bei Waxworks das eine Bild, wo es die Tote siehst mit einem aufgerissenen Brustkorb. Ja. Das okay, siehst du ja alles durch. Ne? Ja, also, schon, aber es ist das von wegen, ich hab da ein bisschen Schiss vor YouTube. Ja, also nein, ist so. Testet, also da erkennt man wirklich nichts. Weil theoretisch gesehen, wie gesagt, es ist ja... Ja. Wer ist das? Ich würde sagen, du gehst weiter runter. Oder? Also, mir sagt das alles überhaupt nichts. Ich weiß es auch nicht, hätte es da herhauen sollen? Oder? Ich weiß nicht, was er will. Und wie weit geht es da runter? Ja, bis aus ist. Ja, bis mal. Bis gleich beim direkt Teife zum Zerbrus, ne? So bis alles schon, oder? 666 Experience. Oh. Jetzt müssen wir warten. Es wird geladen. Sein. Hätten wir vielleicht speicheln sollen. Ich bin laden, ne? Mhm, bin laden. Okay. Aha. Ja, du bist ja von oben gekommen. Da wohnt sicher der Cerberus drin. Ja, ich glaube eher, das ist der Ausgang und der ist zu. Da ist wer. Da war es gerade rot. Daisy. Ah, ja, okay, den kenne ich noch von der Zeitschrift. Nochmal. Fetz, ist ja wurscht. Nochmal, der schaut gefährlich aus. Wie viele sind denn da, Alter? Ich glaube, du hast den Meier gemacht. Deswegen. Du kannst noch zweimal kannst noch schießen. Nochmal. Schnell weg. Geh einfach. Da ja, ist ja, irgendwas. Da ist was, ja. Okay, da geht nichts. Na dann geh noch weiter. Oder da kann man was reinstellen vielleicht. Also na Blödsinn, das ist das Loch, woher wir kommen sind, oder? Nein, nee, doch nicht. Ein Schlüssel. War das gerade eine Indie-Falle, oder? Das schaut eher aus wie ein Gesicht, hä? Ja, aber hat sich da nicht eine Platte gerade bewegt? Ja, oder es hat so ausgeschaut, nur weil der Schlüssel weg ist. Wir haben es gesehen, wenn man alles zusammenstürzt. Okay, aber auf jeden Fall von vorne kommen sie. Also, muss die in die Richtung schauen. Sollen wir mal speicheln? Ich glaube, es wird nicht allzu weit kommen. Ja, nimm irgendwas. Ich glaube, das war jetzt nicht so... Links oder rechts? Links ist immer gut. Da geht's eh nur links. Wir drehen uns im Kreis. Was machst du jetzt? Nee, ich hab nur geschaut, vielleicht ist... Nein! Weg! Oh, da bist du hier. Nein, da muss schnell sein, also... Oh, okay. Ihm ist übel geworden. Gut. Gehen wir rechts dieses Mal, oder? Aber ich denke mal, da brauchst du irgendwie einen Zauber, so einen Schutzzauber oder sowas. Wie gesagt, am meisten Action hast du im Haus drinnen. Oh, warte mal kurz. Da brauchst du halt einen Plan, sonst verlierst du da, findest du nie wieder raus. Ah, Hebel. Ich bin tot. Vielleicht sind wir am Anfang vergiftet worden von den Typen, eben deswegen sind wir grün. Oder ist es ein Sauerstoffmangel da drin? Das kann auch sein. Ist ja wurscht. Wo sind wir da? Ja, dann zeigen wir ein neues Haus hier. Ja, neues Haus auf jeden Fall, weil eben im Haus, da können wir ein paar Sachen herzeigen noch, die ziemlich lustig sind. Achso, ist jedes Mal was anderes, ne? Ja. Glue. Mumie. Musiken.
Musician. Ja, The Musician, ich hab's eigentlich. Und? Und Courage. Courage. Mutter Courage. Courage, Courage. 96, 93. Nein, es war Voyage, Voyage, ich weiß es auch. Courage, alles Courage. Alles im Arsch. Disc 5, bitte. Okay. Ja, wegen mir brauchen wir es nicht. Nein, wegen mir. So, das war die aber Sinn. Wegen mir. Geh bitte. Ja. Wir bitten dich, erhöre uns. Geh bitte. Für all diejenigen, die es nicht kennen, Muttertag. Ja. Ein Klassiker. Was ja auch ist, zum Beispiel so oben links hast du das den Herz. Den Herzschlag. Und da haben sie halt eben auch reingeschrieben, ja, an dem kannst du erkennen, ob du halt eben aufgeregt bist, gestresst bist oder so irgendwas. Wenn es aufhört zum Schlagen, dann wird es blöd. Ich nehme mal die Blumen mit. Man kann ja nie wissen. Da ist es, glaube ich, gleich der Raum mit dem Geist. Das habe ich auch bis heute noch nicht genau verstanden, wie das, wie es mit dem umgehen musst. Nein, aber du hast, genau, das ist der Raum. Wenn du vorgehst rechts, das ist jetzt nichts. Wenn du aber in die Richtung gehst, vor. Nein. Vor. Jetzt rechts. Vor. Und nochmal rechts. Aha. Das ist eine Geistergestalt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du vorgehst, attackiert er dich und du bist hin. Speicher bitte, bevor wir das machen. Da kannst du jetzt ein Elvira 1 nehmen, weil wir zeigen eh jetzt nichts mehr großartig her. Aha, okay, er macht nichts. Gut. Na, aber ich habe mir es gestern kurz angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, entweder musst du aus dem Spiel, aus dem Kinderzimmer musst du so ein Spiel. Ja. Oh ja. Oder glaub, du brauchst. Geh noch nach rechts, kann man auch noch machen. Ich glaube, das sind diese Spielklötze. Da drinnen ist das Aquarium. Da braucht man das Fleisch, glaube ich, ne? Genau. Sonst ist die Hand weg. No Fishing. Naja, du kannst draufklicken einmal, nur einmal nicht nehmen, nur draufklicken auf Fish Tank, Metal Cover, which has a small lid. Also von wegen, es ist nur ein kleines Loch, wo gerade die Hand reinpasst. Wenn man jetzt da probiert, den Schlüssel zu nehmen, kommen Piranha von der Seite und fressen da die eine Hand weg. Wenn es intelligent bist, du es nochmal probierst, verlierst die zweite Hand. Genau. Und irgendwann haben wir mal glaubt gehabt, wäre eigentlich eine naja, die banalste Idee ist ja wirklich, dass du bei der Ritterrüstung dir den Handschuh nimmst, anziehst und so reingreifst. Nee, gilt nicht. Weil ich weiß nicht, da kannst du das Ding aufmachen, da kannst du über beide Schubladen, glaube ich, kannst du aufmachen und jeweils reinschauen. Eine Bibel. Und ein Schloss. Ich wüsste jetzt nicht, wo man das braucht. Auf jeden Fall, wenn du nach rechts, glaube ich, dich umdrehst und aufs Bild drauf klickst. Genau, da ist ein. Ah, dann war das gar nicht. Doch. Oh ja. Ja, und der Schlüssel, was da drinnen ist, der macht das auf. Und da drinnen verbirgt sich die Friedenspfeife. Achso, der da drinnen ist. Genau, okay. Brauche ich erst den Schlüssel dafür. Gut, aber ist wurscht. Gehen wir wieder raus. Ich glaube, die ist zu, oder? Jetzt nicht mehr. Nicht. Es könnte sein, dass da der Untote drinnen ist. Ah, ja, okay. Das ist zum Beispiel... ja, können wir machen. Wenn du zurückgehst, eins... Also da hast du wieder Alkohol, wäre da wieder... Geht nicht. Er muss vorgehen und dich umdrehen. Da kannst du nehmen jetzt. Passt.
Wieder zurück, eins. Eins rauf, eins rechts. Aber da ist doch ein Kopf drinnen, oder? Genau. Da. Genau. Mahlzeit. Genau. Interesting. Normalerweise schaust du dir einfach an, die lächelt dich an. Okay. Bist du zu schwach für den Anblick, oder? Ja, aber ich wüsste nicht wie, weil ich... Level 3, Alkohol. Die Grinsekatze. Aber da passiert nichts. Die beißt da nichts an, die lutscht nichts. Zum Glück. Ich will da auch nichts ja, kosten. Okay. Links, das möchte ich nämlich ausprobieren, ob sie uns gleich vor und das Ding aufmachen. Du hast nämlich Courage hast eigentlich drinnen. Das heißt, du dürftest eigentlich nicht fainten. Das heißt, du bist hin eigentlich. Jetzt kommt der Hübsche. Genau. Ja. You faint. Obwohl du Courage hast. Aber eben, es gehört so, damit es dich ins Verlies oder in die Speisekammer hauen. Jetzt wachst du auf. Erstens einmal, mich erinnert das total an die originalen Dawn of the Dead, also der zweite Teil von Dawn of the Dead. Day of the Dead oder was? Oder Day of the Dead war der zweite Teil, oder was? In dem Bunker. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Das erinnert es mich so ein bisschen mit dem... naja, an ein paar Szenen von dem Film. Aha. Was ich lustig finde, ist, du kannst die Stiefel kannst nehmen. Nein, nur die Stiefel. Das müsstest du auch verpixeln. Ne? Ja, das glaube ich nicht. Aus irgendeinem Grund kannst du halt eben die Stiefel nehmen. Du kannst das auch anziehen. Ich meine, theoretisch hat ja nichts an, wenn wir es genau nehmen. So, wenn du dich jetzt umdrehst. Trag die Schuhe. Nein, es geht sonst nichts. Da hast du das Fleisch. Genau, das bräuchst du fürs Aquarium. Oben hast noch einmal Alkohol. Und du kannst nichts mehr nehmen. Ich würde mal den Aschenbecher raushauen. Das Sprühdingele, wie ich weg kann. Das Bild. Die Vase. Na gut, dann mache ich halt eben in die Blumenvase. Das war bei Otto, die Serie, wo Doris Locked, genau. Ja, hau das Bild dann noch weg. Was? Das Bild hau weg. Ich hau das Bild weg. So, damit sie schön. So, nimm den zweiten Wein noch. Den Käse kann man auch nehmen und den Leibbrot kann man auch noch nehmen. Nee? Warte, du willst ihn holen. Naja, was willst du sonst jetzt machen? Willst du bleiben, oder? Sicher. Bleiben. Ich haus einmal da rein. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich so viel speichern will. Pass auf. Aber Courage haben wir noch immer aktiv. Also der hält eh lang. Ja. So, gut, du willst ihm... Ja, was willst du sonst machen? Nein, das passt schon. Ja, entweder attackieren, halt entweder reinkommt oder fetz. Also, entweder mit dem Messer. Bauch, was ich weiß, ist gut. Der ist noch ziemlich stark, das hat eben. Das war's. Ja, hast du ihn geschafft? Nein, es ist. Ich habe jemanden mal zugeschaut, der hat halt eben auch, der hat das bessere Schild auf sich gegeben, der hat aber schon einen Degen gehabt, von wegen der hat zweimal zugestochen, der Typ war weg. Da kann man jetzt zum Beispiel runtergehen, aber warte mal, runter, links, rechts. Entweder ist da jetzt der Frankenstein oder der Zombie ist da jetzt da. Ich glaube, da ist jetzt der Zombie. Für einen Zombie brauchst du einen eigenen Zauberspruch. Ja, da ist nämlich, glaube ich, wenn du in eine von den Türen reingehst. Wer ist das? Who are you? You're not my assistant. Get out! Ah, okay, also du musst dich verkleiden. Ja.
Wahrscheinlich okay. Aber er war freundlich oder und so hat nichts gemacht. Da ist er! Der Frankenstein. Kann man draus drücken? Nein, ich glaube links oder rechts ist irgendwas, weil genau, du brauchst glaube ich dieses Glas mit untoter Substanz, da ist glaube ich irgendwas drinnen. Piece of Intensity und was ist das da drüben? Weil du brauchst irgendeinen einen untoten Körperteil. Eat. Nein! Containing a light brown powder. Oh. Damit du einen Spruch machen kannst. Normalerweise, da habe ich auch einen gesehen, der hat alles mitgenommen wieder. Da hast du Körperteile. Die brauchst du nämlich, glaube ich, für, wenn du auf Zaubersprüche gehst, auf Untote vertreiben, glaube ich, brauchst du es. Achso. Und eben, dass du aus der Gegend rauskommst, aus dem Areal, glaube ich, stellt sich dir ein Zombie in den Weg. Und du brauchst den Zauberspruch Untote vertreiben, dass der weggeht und du durch kannst. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, entweder haut er dich gleich wieder ins Verlies oder frisst dich zahm oder... Okay, nein, wurscht. Druck dann Bausportvertrag auf, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Also. Donaulandvertrag. Ja, ja. Was auf. Ja, ja, genau, probier's einfach mal aus. Ah, das ist die Zelle. Hä? Was? Das kann keiner lesen. Okay, was gibt's sonst noch? Okay. Links, also ja. Naja, der Ritt. Passt schon. Muss man sich verkleiden. Gehen wir nochmal rauf. So, das war das und von da sind wir gekommen. Naja, von genau. Da sind wir gekommen. Gehen wir jetzt noch in die zweite Tür, falls das möglich ist. Naja, du musst irgendwo rausgehen. Ne? Ja, ja, aber das müsste jetzt der Punkt sein mit dem Zombie. Genau, da ist die Küche. Weil da eben, da könntest du theoretisch das Messer könntest da nehmen, da hast du ein Hackmesser, wenn du einen Degen nicht hast, glaube ich, hättest du eine stärkere Waffe dadurch. Hat sich das was geändert? Ich meine, geh mal kurz auf die Dinge, auf die Zaubersprüche. Es müsste irgendwas zum Heilen geben, ja. Eigentlich. Bless, Protection, Resistant, Magic, Absorb. Magical Armor, nein. Warte. Genese, Detect Courage, Magic Muscle, Brain Boost, nein. Luffy, Ten Unruns, Bind, Demon. Okay, warte. Healing Hands, ja. Da haben wir es endlich. Oder Herbal Healing. Ja, das macht nichts. Aber ich weiß eben nicht, wie viel es. Ich meine, gut, du kannst das zweimal anwenden. Jetzt, so wie es ist, ne? Which Location, du kannst es da oben. Ah, okay. Ja, Brust oder Kopf für den. Und jetzt noch einmal halt eben kannst du es auf die Brust anwenden. Mhm. Naja. Aber das war jetzt noch mehr. Ja, wir haben jetzt nicht mehr. Sind wir von da gekommen, oder? Nee. Ja doch, von dort sind wir gekommen. Dann geht durch die andere Tür. Sollten dann eh langsam aufhören. Ich will dir eigentlich nur noch schauen, ob du da rauskommst. Ja, jetzt, da kommt jetzt der Hübsche. Oh! Das ist normalerweise undead. Super. Da gibt einen Schmerzer. Nimm mal die 1, ist doch wurscht. Weil eine Sache möchte ich noch herzeigen, das ist eine Viech da im Bett. Ja. Die Sequenz ist cool. Und den Dracula kannst du auch noch herzeigen. Na, der Dracula, der ist ja... Der ist oben am Dachboden, glaube ich. Nein, der Dracula wäre, glaube ich, eben bei dem Friedhof. Nein, der ist im Haus. Mhm. Nice. Spaghetti. So, wo waren wir? Gloom 2? Nein, du hast das auf Elvira hast das. Hui, hui, hui. Ja, ist ja.
Die 5 scheidet völlig aus. Genau, ja. Wieder sollst du nur bis 2 zählen. Mhm. Es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis 3. Die 5 scheidet völlig aus. Mit der Blumenvase ist noch immer da. Das ist auch irgendwie eine schiere Musik. Ich weiß auch nicht, ist jetzt nicht. Nicht solltest du nur zu 1 zählen. Nicht schier von wegen, wie es gemacht ist, aber ich weiß nicht, von den Dinger her. Bist du nur bei der 3 angekommen, welche die dritte Zahl von vorne ist, dann werfe deine Handgranate von Antiochia mit voller Wucht gegen deine Gegner. So, ich speichere jetzt einfach nur hier. Das ist, glaube ich, das Kinderzimmer. Ja, das ist das, was du normalerweise, da brauchst du den Feuerschutz. Da brauchst du geh bitte, jetzt lass mich auch gelernt. Floppy. Da gibt's einen eigenen Zauberspruch, wo du einen Feuerlöscher brauchst, damit du den Feuerschutz machen kannst. Jetzt sind wir, glaube ich, jetzt haben wir die ganzen Blasen im Gesicht. Ja. Ja. So, jetzt wieder laden. CSS-Datei. Sehr viel beim Elvira 1 und halt eben da jetzt, ne, mit dem Herumladen. Pass auf, machen wir kurz das Courage. Nur falls das ist, dann können wir gleich weiterspielen, weil dann kannst du das nochmal. Nein, das ist er nicht. Google, was man da findet. Das ist es. Das schaut gut aus, ja. Das war ja rotes Bett auf jeden Fall. Genau. Auch nicht, ne? Aber bis jetzt halt eben. Aber wie gesagt, wenn der Zauber nicht aktiviert ist, bist du nach hinten. Mhm. Man versteht es irgendwie nicht, ne? Also ja, bist du dann vor Angst gestorben oder? Das kann vielleicht sein. Das kann sein, ne? Das kann sein, dass du ja eben vor Angst. Ja, wenn es nur ein Traum ist, ne, dann. Freddy Krüger lässt grüßen, ne? Oder ist. Achso, na, da ist ja was, genau. Da musst du das, dann kriegst du unten eine Stimmgabel. Hallo, Stimmgabel. Das ist die Stimmgabel? Ja. Dann zeige ich dir was. Ah, da hinten geht's rauf, im Dachboden. Speicheln. Ich meine, theoretisch, du hast das Kruzifix, haben wir ja noch immer heraus. Nein, das brauchen wir nicht. Okay. Also schauen wir mal, was passiert, wenn der Dracula uns beißt. Dracula? Dracula. Dracula. Na, no, okay. Ich meine doch, du hast die Disk 4 eingelegt. Nee, durchs. Dadurch, dass wir da anladen, sind die anderen so. Settings da drinnen. Schmerz. Ja, du musst ja oben das Fenster. Mhm. Mit der Stimmgabel. Ah, mit der Stimmgabel macht man das? Whisk. Blut. Elvira. Aber mit der Stimmgabel brauchst du nicht irgendwas noch, was du drauf hast? Cool, das habe ich nicht mehr gewusst.
Aber irgendwas muss ja da drin sein. Oder im Raum liegt da jetzt irgendwo die Asche von ihm? Nein, Raum. Okay, ist das nur ein Fun Fact oder? Schaut so aus. Weil links oder rechts hast nichts. Und das Down geht so und so, also. Das ist aber komisch. Okay, da hätte ich mir jetzt auch was anderes. Verrat! Der Staatsanwalt muss her, wir haben alles verloren. Betrug. Beraubt und betrogen hat man uns. Der Staatsanwalt muss her, wir haben alles verloren. Da kannst du noch irgendwo reinschauen. Aber es soll es jetzt gewesen sein, weil ich weiß es nicht, wie. Das muss ja eine lange Folge jetzt sein. Ah ja, okay, das ist. Da findest du irgendwas, keine Ahnung was. Ist das alles, was wir im Inventar haben? Rauf und runter. Achso, da. Ja, wir haben ja auch nicht alles mitgenommen. Können wir ja auch gar nicht, weil wir sind ja eh schon mal an einem Limit. Na gut. Ja, aber das ist gewesen sein, boah, mit Elvira 2, Jaws of Cerberus. Wie gesagt, jetzt haben wir es. Da war noch eine Tür, da war es nicht drin. Genau die. Ihr habt es euch schon seit Ewigkeiten gewünscht, dass wir das jetzt endlich mal herzeigen. Jetzt haben wir es herzeigt. Ja, jetzt gehen wir viel aufs Klo. Mehr, genau, ja. Viel mehr können wir euch nicht herzeigen, weil wir haben es auch nicht allzu weit gespielt. Ich meine, auch mit der Original, mit der Komplettlösung. Komplettlösung, danke. Die wir damals gehabt haben, wir haben es eine Zeit lang gespielt, aber irgendwann haben wir aufgeben. Ja, nein, wie gesagt, ich muss ja wirklich sagen, also das war so von den drei der Teil, der mich und ich glaube uns beide am wenigsten gereizt hat. Er war am schwächsten für uns. Langatmig. Langatmig. Auch zu schwierig, finde ich. Also schwieriger als Waxworks und schwieriger als Elvira 1 auf alle Fälle. Waxworks haben wir doch mehr. Ja, aber da haben wir doch mehr. Ja, weiß nicht. Das hat uns doch mehr getriggert, wie man so schön sagt. Als Elvira 2. Also, ja, es war nett in dieser Weiterentwicklung, aber. Bei Waxworks war einfach auch die Settings waren interessanter. Da ist zwar auch cool mit diesem Horror-Herrenhaus und sowas, die Mine ist so lala, weil du nicht allzu weit kommst, wenn du nicht gescheit gelevelt bist und nicht die gescheiten Waffen hast, kommst du nicht allzu weit. Und das mit dem Friedhof, mein, okay, wie gesagt, das wird wahrscheinlich wegen einem Kruzifix sein, weil es das du heraus gehabt hast. Aber du kannst dort nichts machen, großartig. Ja. Ich meine, ja, du kannst dann auch runter und dann hast unten halt die Hauptstory Untoten. Spielt sich halt bei dem wirklich da in dem Haus ab. Ja, also es. Du musst so viel und eben, was du alles mitnehmen musst und alles sammeln. Und eben beim Einzelteil, so da haben, wie gesagt, das sind die Rätsel ein bisschen mehr verständlicher. Du kommst weiter und hast mehrere Wege und kannst da immer noch was machen. Auch nicht leicht, auch nicht für uns schaffbar ohne Komplettlösung oder sowas. Und bei Waxworks war es halt eben wirklich so szenarienmäßig, sind ja auch die Szenarien. Das eine ist mehr auf Kämpfen getrimmt, das andere ist mehr auf Fallen aufpassen, Kämpfen und Fallen. Ja. Die Pyramide nehme ich zum Beispiel. Jack the Ripper ist voll kryptisch, das kannst du nicht. Also das ist das schwerste Level von allen, glaube ich. Also und was war das vierte? Die Mine. Die Mine ist voll auf Action, das ist voll Friedhof cool. Friedhof ist, glaube ich, der einfachste. Ist das einfachste. Danach kommt die Mine, finde ich. Nein, die Pyramide. Na, die Pyramide finde ich schwieriger. Okay. Wegen an genau schauen und so irgendwas, was die wegen die ganzen Tripwires und sowas. Aber Jack the Ripper ist mit Abstand, glaube ich, das schwierigste von allen. Ja, Jack the Ripper ist eine Katastrophe. Also du musst das, glaube ich, wirklich timen. Ich weiß jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Nein, es ist mehrere Sachen. Du musst hier und da, du musst dir aufpassen, wenn ein Mob, wer auf der Straße geht, und der Mob, den musst du ausweichen. Halt eben, ne, die Polizei. Die Polizei musst du ausweichen, dann musst du halt eben zu den richtigen Leuten gehen, mit denen musst du das Richtige besprechen, dann musst du bei dem einen einbrechen, damit du dich verkleiden kannst und als der auftaucht. Ja. Es ist urkryptisch, aber es ist cool. Wenn man weiß, was man machen muss, ist es cool. Ja. Aber das schauen wir uns vielleicht ein anderes Mal an. Das soll es jetzt einmal gewesen sein. Wie gesagt, das ist alles, was wir erzählen können über Elvira 2.
für den Commodore Amiga. Die anderen Varianten habe ich eh gesagt, von wegen PC ist fast identisch, nur der Sound ist ein bisschen schwächer. Atari ST ist Grafik und Sound viel schlechter. C64 ist quasi die schwächste Variante, aber für ein 8-Bit-System mördermäßig super gemacht. Gut, das soll es gewesen sein. Wir hoffen mal, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell? Ja. Tschüss und Baba. Baba.